Heute unterwegs mit unserem Bundesgesundheitsminister Jens Spahn und möchte ein bisschen mehr über Social Media und Corona von ihm erfahren. Jens, während Corona hast du ja auch angefangen, Social Media mehr zu nutzen. Du hast User Fragen stellen lassen. Glaubst du, dass da schon so eine Wechselwirkung zwischen Corona und Social Media besteht? Also erstmal vielen Dank, dass ich auch hier bei eurer Premiere Social Media dabei sein darf. Es ist beides. Ich habe ja vorher schon bei Social Media, glaube ich, relativ viel gemacht. Aber klar, mehr geht immer. Und wir haben vor allem aber dann ja gemerkt, in dieser Pandemie gibt es einen sehr, sehr großen Informationsbedarf. Einfach auf allen Kanälen, auf allen Ebenen. Das sehen wir übrigens ja auch bei den regulären Medien. Die Nachrichtensender haben Zuschauerquoten wie nie zuvor, die darüber informieren. Wir sehen das bei unserer Hotline. Hunderttausende, die anrufen, teilweise in der Woche. Und deswegen haben wir gesagt, wollen wir auch auf den Kanälen informieren und vor allem auch im Dialog. Also wir machen ja Informationen, aber ich versuche auch immer wieder auf allen Kanälen Dialogangebote zu machen und einfach Fragen zu beantworten und immer wieder zu erläutern, wie es ist und eine Stimmung ja auch mitzukriegen. Was würdest du sagen, ist da so ein der geeigneteste Kanal? Also ich finde immer, Politik und Social Media ist teilweise schwierig. Bei Twitter sieht man zum Beispiel häufig, dass Sachverhalte super verkürzt dargestellt werden. Das ist ja in der politischen Kommunikation auch so ein bisschen eine Herausforderung. Was würdest du sagen, ist denn so das beste soziale Medium, um in die politische Kommunikation mit dem Bürger zu treten? Also oft muss man ja politisch häufig sehr komplexe Sachverhalte auch ein bisschen kleiner darstellen, kann da nicht ganz in die Länge gehen. Würdest du sagen, da ist Twitter als Kurznachrichtendienst gut, Instagram hat viele Videomöglichkeiten, Facebook viele Kommentare. Was nutzt du da so am liebsten? Also es ist ganz unterschiedlich. Ich finde erstmal ist die Stimmung total unterschiedlich. Bei Twitter ist immer eher schlechte Stimmung und Aufregung. Also nicht bei allen, aber doch so in der Mehrheit gibt es da auch viel sehr, sehr ja, kritisch, darum geht es nicht, aber so radikal und zum Teil sehr unerbittliche Rückmeldungen. Bei Insta ist eher eine positivere Stimmung. Ein banales Beispiel, kein politisches. Wenn ich was poste, so aus einem halb privaten Zusammenhang ab und zu mal, sagen sie bei Insta, oh, freut mich für Sie, schöne Grüße. Und bei Twitter heißt dann, warum arbeiten Sie nicht? So, das ist halt eine ganz unterschiedliche Stimmung. Die muss man halt auch einpreisen dann in der Frage, wie wir die Informationen aufarbeiten. Und dann finde ich, muss es auch einfach immer zum Kanal und zu der Adressatengruppe passen. Also ich bin jetzt auch kein Superexperte schon bei dem, was die 18- und 14-Jährigen so alle schon nutzen an TikTok und was es dann alles noch wieder gibt. Aber die haben ja alle so ihre eigene Logik. Also bei Twitter ist natürlich auch vielfach der Text mal einfach angesagt. Bei Insta ist dann eben auch nochmal möglich, Insta Live, finde ich, klappt gut, was im Dialog zu machen. Und ein privates oder ein halb privates, ich versuche eigentlich nicht zu privat das zu machen, weil ich finde, am Ende geht es ja auch darum, immer noch Verantwortung als Minister, wie kein Schauspieler oder so, aber dann eben doch ein paar Einblicke zu geben. Und das geht halt eher bei Insta, finde ich, passt besser zu Insta als zu Twitter. Also man wählt ja auch die Frage, was macht man wo, was machen wir wo, was mache ich wo, danach aus. Ich habe mal ein bisschen einen Selbstversuch gestartet in den letzten Wochen und bin ganz entgegen meiner eigenen Grundeinstellung zu Corona ein paar Gruppen auf Telegram beigetreten, die doch hauptsächlich, glaube ich, aus Leuten bestehen, die da nicht wirklich dran glauben, soweit das überhaupt eine Glaubensfrage sein kann. Ja. Okay. Und da ist natürlich extrem viel Emotion, extrem viel Wut drin, oft natürlich auch gegen dich gerichtet, als jemand, der einfach auch Gesicht von staatlichen Maßnahmen in der Corona-Pandemie ist. Was macht das so mit dir? Ich meine, du möchtest hier die bestmöglichsten Ziele erreichen für die Bevölkerung und wirst trotzdem so stark so viel angefeindet. Auch das ist für mich immer beides. Das eine ist ja Kritik in der Sache, auch ruhig mal ein bisschen harscher. Kann ich, finde ich, mit umgehen, gehört ja dazu, weil wir machen ja auch echte Entscheidungen, die viel Härte bedeuten. Für viele im Alltag, soziale Härten, wirtschaftliche Existenzfragen, ganz viel. Und da sind natürlich auch Emotionen im Spiel. Ja. Das verstehe ich auch und das muss man, glaube ich, auch immer mitdenken. Schwierig wird es halt dann, wenn es unerbittlich wird, wenn also da überhaupt auch spürbar kein Dialog, das habe ich ja im Analogen auch manchmal, möglich ist. Oder wenn es einfach nur noch beleidigend wird, runterputzend oder einfach alle nur Vollpfosten sind, nur derjenige selbst nicht und so. Davon gibt es reichlich. Ich frage mich immer, ob die das da alle einhacken, das genauso machen würden, wenn sie einem gegenüber säßen, einem sagen würden. Aber ich habe mir einfach für die eigene innere Ruhe und gute Laune angewöhnt, da auch gar nicht mehr so viel hinzugucken. Also die Grenze, die du so ziehen würdest, ist bei einer Beleidigung, wenn du merkst, das ist nicht einfach mehr Kritik an Maßnahmen, sondern ein komplettes Unverständnis der Situation oder Unverständnis ist ja gar nicht, also Unverständnis ist ja gar nicht das Problem, sondern es ist ja was ganz Normales sozusagen. Ich verstehe auch manchmal Dinge nicht oder
Entwicklungen oder warum jemand was tut. Das ist ja was anderes. Aber also ist eine fehlende Diskursbereitschaft? Oder? Ja, vor allem Beleidigung halt am Ende des Tages. Wo ich halt immer auch ein bisschen einpreise. Deswegen nehme ich es jetzt auch meistens nicht einfach persönlich. Ja. Die wollen ja meistens nicht meiner Person was, die gibt's auch. Aber die sehen natürlich vor allem, dass das Amt, der Vertreter des Staates, derjenige, der Entscheidungen verantworten muss, dann auch repräsentativ. Und das versuche ich so ein bisschen dann auch zu differenzieren. Okay, also du versuchst das quasi nicht alles mit nach Hause zu nehmen und da zu sagen, das ist hier der Job und das kommt leider damit. Nee. Okay. Ich habe auch gemerkt in diesen Gruppen, dass man das gar nicht so pinpointen kann, von wem das jetzt kommt. Also es ist dann manchmal auch so sehr esoterisch angehaucht. Würdest du denn sagen, dass generell diese Meinungsvermischung, diese Meinungsbildung, die da gerade in solchen Gruppen oder auch generell im Internet passiert, einen großen Einfluss auf die Leute offline hat? Also ich habe immer wieder den Eindruck, auch das, was bei Twitter oder so an Stimmung ist, das ist wichtig wahrzunehmen, weil das eine Stimmung ist. Aber ich habe es auch nicht selten, es gibt ja Tage jetzt in der Pandemie, aber auch schon vor der Pandemie, da habe ich irgendwie 5 Shitstorms parallel. Ja. Weil irgendjemand irgendwas aus dem Zusammenhang gerissen hat, dann wird irgendwas gepostet, dann wird einem was unterstellt, dass man gesagt hätte, was auch immer. Und ich habe dann immer festgestellt, wenn ich dann auf Veranstaltungen war oder im Wahlkreis unterwegs war, dann bin ich nicht auf eines dieser Themen angesprochen worden. Und deswegen muss man immer sich bewusst machen, das ist ein Teil der Welt und der Realität. Und das sind auch Meinungen und Stimmungen, die wir wahrnehmen müssen. Und ich wahrnehmen will auch, aber es ist nicht repräsentativ im eigentlichen Sinn. Weder in die eine noch in die andere Richtung. Weder die Lobhudelei im Zweifel, noch der totale Verriss. Das muss man, finde ich, für sich klar haben. Übrigens nicht nur als Politiker, weil es kriegt ja jeder diese ganzen Reaktionen im Zweifel für jedes Posting hingekübelt. Und das finde ich einfach wichtig, das immer richtig einzusortieren. Das ist ein Teil dieser Welt, aber es ist nicht die Welt. Also es ist ja so ein bisschen die Schattenseite zurzeit, aber es gibt ja schon auch gute Seiten, die das Internet gerade hat. Ich denke da zum Beispiel an unsere Einkaufsheldenaktion von der Jungen Union. Man kann viele Leute erreichen, die Bundesregierung informiert. Es gibt Werbespots. Glaubst du, dass das hält sich und das Internet ist jetzt hier so kein Neuland mehr für uns, sondern wirklich entdeckt als Mittel, mit den Bürgern zu kommunizieren? Ja, das war es ja aus meiner Wahrnehmung vorher schon. Vielleicht jetzt noch mehr als vorher. Und das wird auch bleiben. Also es bleibt jetzt nicht nur für diese Pandemie, das bleibt ja auch für andere Dinge. Aber es ist eben was Zusätzliches. Mhm. Also die anderen Kanäle sind ja nicht weg. Wie gesagt, gerade die Nachrichten- oder Informationssendungen haben ja in dieser Pandemie einen Zuspruch erlebt, den sie schon lange, also alle haben ja schon gesagt, die sterben mal aus irgendwann im wahrsten Sinne des Wortes. Und auf einmal gibt es wieder ganz neues Interesse. Also das wird auch bleiben, glaube ich. Das stimmt. Auf einmal schaut jeder wieder Tagesschau. Aber es schaut halt nicht mehr jeder um 8 Uhr. Genau, schauen halt viele auch später zu Hause. Also Chance auf jeden Fall, auch problematisch. Ich finde, privat ist es gerade sogar so in der Corona-Zeit, dass ich vorher bestimmt auch mal gesagt habe, soziale Medien, wir stecken da alle zu viel Zeit rein. Ich bin noch im Studium, da denke ich mir oft, okay, jetzt Instagram auch mal beiseite legen. Aber momentan ist es ja auch eine große Chance, im Kontakt zu bleiben mit Freunden, mit Leuten. Würdest du sagen, das hätten wir ohne soziale Medien, hätten wir die Krise vielleicht nicht so gut überstehen können? Das glaube ich jetzt für diese Krise auf jeden Fall, weil der Kern der Bewältigung im Moment ist ja Kontaktreduzierung. Mhm. Weniger Leute treffen oder wenn, jetzt hier draußen geht's, aber sonst mit Maske, hier haben wir ein bisschen Wind, aber möglichst wenige treffen gleichzeitig, Weihnachten, Familie nicht treffen, der Stammtisch, es reduziert Kontakte und gerade soziale Medien machen es natürlich möglich, im Kontakt zu bleiben. Das macht das Telefon schon, das Klassische, aber was weiß ich, die WhatsApp-Gruppe, die Großeltern, die mitkriegen, was bei den Enkelkindern ist, ganz intensiv, gerade in der Zeit, wo sie nicht sehen können, Facebook Live, was auch immer live, Gruppenschalte, der Stammtisch, selbst mit dem Bier, das jeder vor sich stehen hat. Ich glaube, Schützenfest gab es dann auch noch in den Formaten. Das war ganz wichtig aus meiner Sicht und ist es auch in dieser Pandemie mit diesem Konzept von Kontaktreduzierung für viele, dass sie eben weiterhin merken, ich bin nicht allein. Also, dass man sich nah ist, obwohl man Abstand halten muss. Ja, auf jeden Fall. Also viele JUler sind ja auch eben dann noch politisch engagierten Vorständen, vielleicht auch mal in Kommunalparlamenten oder anderen. Da läuft ja jetzt auch auf einmal vieles online, digital. Glaubst du oder findest du, das sollten wir beibehalten? Oder meinst du, da fehlt dann doch was, wenn man sich eben nicht persönlich trifft? Beides. Also wir sollten es beibehalten, aber es muss halt auch, ich habe heute Abend zum Beispiel, ist jetzt Zufall, CDU-Kreisvorstandssitzung. Ich bin noch Kreisvorsitzender zu Hause, digital. Vorteil, jeder kann sie von zu Hause machen, ich kann sie aus Berlin machen. Sonst wäre ich natürlich daheim in Borken, in der Kreisgeschäftsstelle und wir würden sie da machen. Aber jetzt nur mal mit dem Beispiel auf den Parteitag.
Es ist im Moment für mich und für alle wahnsinnig schwer, wirklich ein Gefühl für die Stimmung zu haben. Sonst wusste man ja irgendwie viel besser, was bewegt gerade die Delegierten, welche Themen beschäftigen sie oder jetzt auch, wie werden sie sich möglicherweise entscheiden und so. Man hat sich sonst getroffen und hatte nach so einer Kreisvorstandssitzung irgendwie ein Gefühl. Und das ist natürlich so digital nicht vermittelt. Wir sprechen über die Themen, ja, aber so das Gefühl ist nicht da. Ja, also das ist schon so ein kleines politisches Problem, meinst du? Ja, ich glaube, da geht was verloren. Das ist ja auch beim Ministerrat. Ich habe jetzt jeden Ministerrat während unserer Präsidentschaft digital geleitet, Videokonferenz. Das war einerseits gut, weil wir konnten uns austauschen und Entscheidungen treffen, ohne uns zu treffen. Aber das ging auch nur, weil ich die meisten persönlich kannte, schon vorher. Ja. Und anrufen konnte, wenn ich einen Kompromiss brauche. Kompromisse zu machen mit Leuten, die man noch nie persönlich mal analog gesehen hat, glaube ich, geht einfach nicht. Ein richtig guter Kompromiss in einer echt schweren Phase, ob es Europa ist, Koalitionsverhandlungen oder irgendein Streit daheim im Kreisvorstand. Kompromisse gehen aus meiner festen Überzeugung auf Dauer nicht digital. Da muss man sich in die Augen schauen und Gefühl füreinander haben. Okay, super. Dann ist es, glaube ich, umso schöner, dass wir uns hier heute in die Augen schauen konnten und das noch geschafft haben, mit genug Abstand und frischer Luft persönlich darüber reden zu können. Jens, vielen, vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast, auch wenn du gerade super viel unterwegs bist. Wir werden ja in den sozialen Medien noch weiter verfolgen können, was du machst. Danke fürs Gespräch. Dankeschön für die Gelegenheit und dass ich, wie ich jetzt gelernt habe, Role Model sozusagen sein durfte, weil ich der Erste bei diesem Format bin. Ist jedenfalls eine tolle Idee. Es klappt im Dunkeln in diesen besonderen Winterzeiten, aber ich denke dann auch zu allen Tages- und Jahreszeiten. Also alles Gute der Jungen Union und bis bald und zum nächsten Mal. Super, Dankeschön. Ja.